So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening und das letzte Mal haben wir den 5. Dungeon abgeschlossen, werden heute zum 6. Dungeon gehen, aber vorher zu dem Gebiet hier unten, da können wir jetzt nämlich auch weiter wuseln. Da waren wir noch gar nicht. Das konnten wir auch bisher noch nicht hin, weil wir noch nicht den Enterhaken hatten. Jetzt geht das. Und ja, ich könnte schon wieder zum Kranspiel, aber das lassen wir jetzt mal kurz. So. Also da sollte ich immer mal wieder vorbeischauen. Das machen wir einfach dann auch mal im Aufwasch. Jetzt möchte ich erstmal hier rüber. Na, nicht so. So schon eher. So, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Das ist jetzt das letzte Stück auf der Karte. Und damit ist die Karte vollständig. Unglaublich. Aber wahr. Hier geht es los, dort entlang. Genau. Die Schilder sagen uns eindeutig, was wir zu tun haben. Ja, zurück zum Start. Wenn ich nämlich nicht genau dem folge, was da steht, dann hauen die mich kaputt. Also das nicht, aber na, dann werden die ganz böse. Und schicken mich zurück. Also ich muss hier Stück für Stück den Anweisungen Folge leisten, um zum Glück zu kommen. Dann machen wir das doch jetzt mal. So, also hier geht's los. Dort entlang heißt nach unten. Hier entlang. Dort entlang. Hier entlang. Ich war sogar richtig. Hier entlang. So, jetzt muss man sich natürlich ungefähr merken, wo das war, beziehungsweise, gut, man sieht es ja noch. Na, das war das hier, also ist das Schild da oben das nächste. Hier entlang. Dort entlang. Hier entlang. Mal gucken, weil der Stein ist wieder da. Auch interessant. Hier entlang. Hier entlang. Dort entlang. Hier entlang. Dort entlang. Dort entlang. Oh, hat nicht gereicht. So, aber man kann sich jetzt denken, das hier ist das letzte Schild. Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Sehr schön. Das war ein schwieriges Rätsel. Abflug. Quack, ich bin Wart, der Musikfrosch. Na, woher kennen wir Wart? Aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Ach ja, hierfür braucht man auch nochmal Geld. Los geht's. Alles klar. Danke, vielen Dank. Wunderbares Publikum. Keine Zugaben. Quark. Du hast einen Krötenrap gelernt. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Ha. Problem ist, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo man den überall braucht. Aber wir werden sehen. Ich werde ihn einfach ein paar Mal spielen. Zum Beispiel jetzt.
Genau, nichts gemacht. Sehr gut. Also ich weiß wirklich nicht mehr, wo man den einsetzen muss, aber wir werden das hinkriegen. Wow. So. Achso, aber wenn wir eh gerade schon... Machen wir es mal so. Ich habe zwei Ideen. Ich möchte zwei Sachen ausprobieren. Einmal hier das Ding zu spielen. Da haben wir ja einen Raum gehabt, in dem ich noch nicht wusste, was ich tun kann. Und wir haben ja was gehört. Ja? Wir haben ja jemanden oder etwas gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass man den mit... Nein! Ich könnte mir vorstellen, dass man den mit, Ach, Mist. Dass man den mit ihm hier dann kriegen kann. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Das war die falsche Richtung. Wo war... Da war das, genau. Jetzt schauen wir mal. Na, da scheint was zu schlafen. Keine Ahnung. Da ist der falsche jetzt. Ah, nicht der Fisch. Nein, nicht der Fisch. Mist. Aber was muss ich denn hier tun? Oh Gott, 60 Stück. Alter. Ich kann die auch nicht darüber werfen. Hat ja auch nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier tun muss. Nee, keine Ahnung nach wie vor. Musik spielen hat schon mal nicht geholfen. Da oben komme ich auch nicht drauf. Schade, es war ein Versuch. Okay. Dann wieder ein Port. Ins Zoodorf. Jawohl. Da wollen wir hin. Dann machen wir hier jetzt erstmal geschwind ein paar Sachen. Ah, dann könnte ich jetzt mal gucken. Aber das kann ich mir halt auch wieder nicht, ne? Ach, guck mal, was ist denn hier passiert? Das Lied ist vorbei. Ja, wie ein Tier sprechen kann. Woher soll ich denn das wissen? Ich bin doch nur ein Kaninchen. Maren ist wieder weg, okay. Ach, guck mal, wer da jetzt ist. Wer ist das? Letzte Nacht habe ich mich im Traum in eine Karotte verwandelt. Junge, das war echt übel. Wer ist das denn jetzt? Kenne ich die schon? Die will den Besen! Gar nicht irgendeine Hexe. Ich habe eine Hexe im Sinn. Woran habe ich denn ge... Ich glaube, ich habe an irgendeine Oracle of Ages oder sowas gedacht. Kann das? Ja, supi! Die will den Besen. Ja, nimm. Nimm. Gib mir eine Perlenkette. Angler. Okay, auch den weiß ich. Auch den weiß ich, wo ihr dahin gehört. Auch den weiß ich. Sehr, sehr gut. Supi. Supi, supi. Okay, 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 okay. Dann machen wir erstmal die Angelquest weiter. Vorher aber spiele ich hier mal das Lied. Keine Ahnung. Ja. Das war effizient. Ich weiß halt nicht. Ich verstehe es nicht. Hast du irgendwas mit der Muschel zu tun? Ja, habe ich. Ach, leck mich doch. Okay. Gut, dass wir nochmal mit ihr gequasselt haben. Ups. Alles klar. Hat sich das erledigt. Manchmal sind die Dinge doch einfacher, als sie scheinen. Hier war auch so ein Ding, ne? Genau, hier auch. Aber hier ist, glaube ich, jetzt wirklich das Lied relevant. Mal gucken, weil da schläft auf jeden Fall irgendwas im Wasser.
Ach, komm schon. Irgendwas ist doch da. Wie komme ich denn da hin? Ha. Geht immer noch nicht. Und da kann ich dann eine Bombe reinwerfen. Nein. Ach. Das ist ja auch interessant. Das Ding explodiert nicht, wenn ich es trage. Aha. Das ist ja... Okay. Das ist nett, aber ein bisschen unrealistisch. Aber guck mal, da ist doch irgendwas. Na, man hört es ja sogar. Aber es reagiert einfach nicht. Na gut. Na gut, na gut. Ich gebe auf. Ich gebe auf, wir gehen jetzt da hinten noch in die Höhle rein. Da können wir uns auf jeden Fall ein Herzteil holen über den Haken. Haben wir ja markiert. Auch hier ist noch eine komische Muschel, die ich noch nicht genau, ne? Auch hier ist noch was, was ich noch nicht zuordnen kann. Ich hätte gedacht... Ach so, aber das ist... Ja, das wäre nach wie vor meine Vermutung. Okay. Wir werden sehen, ob das stimmt. Dann werde ich das erstmal dabei belassen. So, und jetzt kommen wir hier nämlich endlich mal weiter. Ah, ich brauche die Feder. Ich nehme an, ich muss die Felsen nochmal sprengen. Ja, falls ich sie überhaupt schon mal gesprengt haben wollte. So. Und ein Herzteil ist unser... Neues. Ups. Plop, 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 plop. Tschüss. So, Karte. Weg damit. Auch das. Weg damit, aber daneben. Ist jetzt ein Hin damit. Das darf ich nicht vergessen. Das nach wie vor. Ich glaube, das ist dieses Ding, aber ich bin mir nicht sicher. Gut. Angelhaken. Wissen wir schon, wo der hingehört? Sind wir ja auch gleich in der Nähe. Können wir gleich mitmachen. So. Aua. So. Au. Was war hier? Die Venusnixe von Delius. Oder fehlt dir eine Schuhe? Ach ja. Ich glaube, das ist dann das Ende der Tauschquest gewesen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ach, ich muss auch... Oh, ich bin wieder falsch rum. Ich hasse es. Warum war ich denn immer falsch? Hopp, 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 hopp. So. Haben wir das geklärt? Guck, guck. Angelhaken. Ja, ist es eine Perlenkette? Gib mir die Perlenkette. Komm, gib mir die Perlenkette.
Sein braver Angler. Gib mir die Perlenkette. Yes. Perfekt. So, danke, tschüss. Aber ich rede noch mal kurz mit dir. Vielleicht war da noch was. Ja, ja. Zieh was raus. Tschüss. Sehr schön, das war das. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Jetzt können wir ihr endlich die Perlenkette geben. Ja. Hier, gib mir die Schuppe. Ja, ich will die Schuppe. Ich nehme nur eine Schuppe. Aua, nur eine. Okay. Was machst du denn jetzt damit? Ja, das haben wir schon gesehen gerade eben. Die Tauschquest beenden mache ich damit. Hurra. Das war wirklich eine der längsten Tauschquests in Zelda überhaupt. Also... ich habe, glaube ich, kein Zelda mehr gespielt, was eine längere Tauschquest als die hier hatte. Bin mir aber gerade nicht sicher. Vielleicht gab es auch noch eine. Kann schon sein. So, aber jetzt haben wir das. Zack, du hast die fehlende Schuppe in die nächste Statue gesteckt. Was ein Geheimnis offenbart. Die magische Lupe, jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Yay. Ach, vielleicht hat auch das mit den geheimen Dingern zu tun, wo wir jetzt noch nicht weitergekommen sind. Das kann auch sein. Muss ich die auswählen? Nein. Perfekt. Ich muss die nicht auswählen. Sehr schön. So, okay. War hier noch was? Nein, okay. Gut. Na, guck mal, jetzt sind hier plötzlich Gegner und alles. Aber die interessieren uns überhaupt nicht mehr. Probieren wir das aber gleich nochmal. Gebe nicht auf. Wir werden dahinter kommen, was in diesen Häusern ist. Ich glaube, es hat mit der Lupe dann zu tun. Das kann schon sein. Oh, nice. Die kriege ich so vom Himmel. Okay. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder da hinten in das Haus rein. Joins. Das war hier. Ah, endlich. Hey, siehst du mich etwa? Du musst eine Lupe haben. Ich will keinen Ärger machen, ich will nur meine Ruhe haben. Yay! Sehr gut. So gefällt mir das. Versprochen ist versprochen, klar? Hey, du solltest zur Höhle am Toronga-Strand gehen. Die hilft dir dann, dort noch jemanden zu finden. Ja, da gehen wir jetzt direkt hin. Nice. Jetzt kommen wir damit endlich klar. Wir können die ganzen Vierecke gleich weg von der Karte. Ach, warte mal! Vielleicht ist hier unten dann auch jetzt jemand Unsichtbares. Und das war die Muschel, die gefehlt hat. Und es hat doch nichts mit dem Totenkopf zu tun. Nee, ist nach wie vor. Also da, ich hab eine Vermutung, wie gesagt, aber... naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, zack. Zoom. Und Abflug. Einmal hier rüber. Da ist wieder jetzt ein Part, wo wir doch nicht zum sechsten Dungeon kommen, sondern viel Sidequest-Kram machen. Aber das ist ja auch gut, wenn das dann weg ist, ne? Ach, ich habe die Feder schon. Ausgerüstet. So. Jetzt können wir nochmal hier reingucken. Aber ich glaube, hier haben wir alles. Ich glaube, hier war wirklich nichts weiter. Die Muschel haben wir ja schon gefunden. Nein, ich glaube, hier ist jetzt wirklich alles durch. Aber
Aber wir spielen mal ganz kurz das Lied. Ich bin mir gerade wieder unsicher. Irgendwo muss man das Lied ja auch mal spielen. Ich weiß noch nicht, wo genau. Na, hier tut's nichts. Okay. Hier tut es einfach nichts. Na gut. Ich weiß nicht mehr, wo man das spielen muss. Wir werden sehen. Wir finden das schon wieder raus. Was ist mit dir? Ah ja. Yo! Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf X oder Y gelegt hast. Drücke zum Tauschen. X oder Y, wenn du nicht tauschen möchtest, drücke B. Auch gut, war ja nur ein Angebot. Moment. Ich muss ja mal kurz speichern. Aus Gründen. Ich kann doch kein Item hergeben. Ich könnte die Flasche hergeben. Aber ansonsten kann ich hier nichts hergeben. Doch, ich könnte das Pulver hergeben und mir neues Pulver holen. Ich habe den Pilz, ne? Ja. Okay, ich gebe das Pulver her. Nee. Ja, hier. Hast du nichts anderes für mich? Hä, was will er denn? Hast du nichts anderes für mich? Hä, was will er denn von mir? Okay, der will irgendwas Spezielles. Gut gebongt. Okay, die Schaufel will er. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du dein Item zurückhaben willst. Zurückkaufen. Ich würde ja gerne gucken, ob der Shop die jetzt wieder hätte für 200. Aber machen wir es doch einfach, wir haben ja genug Geld. So. Okay, und jetzt? Okay, also jetzt habe ich wieder bei... Okay, ich habe nichts verloren. Alles gut. Der ist ja komisch drauf. Wir haben einen Bumerang. Nice. So, gut, dann gehen wir jetzt mal in die Bibliothek, denn da gab es ja auch was, was wir mit Lupe lesen können. Ich weiß nämlich nicht mehr, was das für ein Text war. Aber wir werden es gleich wissen. Das war doch dieses, die dunklen Geheimnisse, bla bla. Aber was genau hat es damit auf sich gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Hier, das da, ne? Das kann ich jetzt lesen. Das Buch lesen. Wirklich? Jawohl. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Ah! Perfekt. Das brauchen wir ja sogar fürs Ende. Hahaha. So, Foto gemacht. Okay. Stimmt, man muss ja die Tauschquest. Die ist ja nicht mal optional. Hahaha. Das war ja nicht mal optional in dem Fall. Das muss man ja machen. So, jetzt gehen wir mal zum Angeln. Kuckuck. Ja, los geht's. Mittlerer Köder. Ja, kenne ich doch. Ich stelle mich zwar an, aber ich weiß, wie es geht. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich neuer.
Da ist nicht Manuel. So. Komm her, Kollege. Hier. Guckst du? Guckst du? Friss. Hey! Du Nuss! Nicht so weit. So, guckst du? Hier, guck mal, guck mal. Hey! Da, guck. Guckst du? Jetzt, Alter. Nein, du bleibst hier. Du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Ach, komm schon. Ja, holen wir uns mal den grünen da unten, haben wir halt immer noch nicht gehabt. Du nicht. Du nicht! Nein. Ach du. Na gut, dann holen wir uns halt den schnell. So. Kriegen wir zumindest Geld für. Na, nicht viel Geld. Ja. Ich will an den grünen da unten ran. Sehen wir den da oben jetzt vielleicht wegen der Lupe oder woran liegt das? Also gut, jetzt ist er natürlich nicht mehr da, aber... Guck mal hier. Oh, bist du dumm. Guck mal hier. Ja, hol's dir, hol's dir. Noms, noms, noms. Ach komm. Guck mal her, hier. Guck mal hier. Hol ihn dir. Ja? Nein! Gott, jetzt aber. Du bleibst hier! Du bleibst hier. Nein. Oh, ich drücke die falsche Taste. Mist. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, der wird reißen. Nein. Ach. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin so doof. Ja. Oh, seht ihr gerade, wie das da alles leuchtet im Wasser? Wie komme ich denn da eigentlich rein? Da müsst ihr doch auch mal reinkommen. Da muss ich mal tauchen können und sowas. Guck mal, jetzt ist der... Ja, hier, hier, hier. Holst dir? Hier, guck mal. Hier, guck mal, hier. Hier. Guck mal, hier. Hier, guck mal. Ja, hol dir das. Sehr gut. Haben wir denn da gefangen? Also klar, es ist so ein Blooper, aber... Richtig. Nice. Besserer Köder. Schwerer Köder. Ach so. Vielleicht habe ich den anderen noch gar nicht fangen können. Schwerer Köder.
So, jetzt holen wir uns erstmal den da oben. Guck mal hier. Ah, der fällt schneller, das ist gut. Der ist dann wirklich für den da unten. Aber jetzt holen wir uns erstmal den hier. Jetzt guck doch mal. Ach, du bist doch... Guck. Will er den einfach nicht, weil es ein schwerer ist oder was? Warum man halt den unteren? Meine Güte. So, guck mal. Wir holen uns erstmal den hier. Guck mal hier. Hallo. Hallöchen. Schnapp ihn dir. Ja, hol ihn. Och, Mann. Hier, hier. Nom, nom, nom. Du bist doch... Alter! Na, jetzt hol ihn dir doch auch. Oh. Guck mal hier. Guck mal. Ja. Also, will er den einfach nicht? Oder was ist mit dem falsch? Nicht so weit. Jetzt beißt der auf einmal zu. Ja, klar. Aber gut, dann holen wir uns halt den schnell raus. Meine Güte. Cheep, cheep. Ja, seit wann sind die denn da? Ich weiß es auch nicht. Yay. Und ein Herzteil. Ohne Muschel. Okay, auch die nehme ich mit. Sehr gut. Ja, los geht's. Ich will den Fetten da. Aber wir sind schon bei 33 Minuten. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Parts werde ich diesmal über das Wochenende bei meinen Eltern hochladen. Das heißt, es ist egal, wie lang die werden. Das ist okay. Nicht so weit. Guck mal, guck mal, guck mal. Hol's dir. Sei halt nicht so desinteressiert. Wie so ein Schüler bei Mathematik. Komm, guck, guck. Mann. Denn den immer nur an. Nice. Na endlich. So. Was sagst du dazu? Nein, wünsche ich mir nicht. Richtiger Brocken. Der ist locker 26 Rubine. Das war's? Och. Ist ja doof. Ah, da holen wir uns da unten noch. Den haben wir halt noch nicht gehabt. Dann hatten wir alle einmal, glaube ich, ne? Checkt ihr, dass das Ding da ist? Ja. Greift zu. Brav. Jetzt komm her. Diesmal nicht. Nein.
Okay, wir kommen später nochmal. Ich wollte... Ach guck, jetzt leuchtet es da gar nicht mehr im Wasser. Auch interessant. So. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Bewegt sich kein Stück. Ja, sowas doof ist aber auch. So, dann machen wir hier kurz eine Runde oder zwei. Was haben wir da gerade Hübsches? Eine Muschel, natürlich. Ja, let's go. Das war die falsche Richtung. Ich bin so doof. Nein. Das war genau das, was ich nicht wollte. Ups. Ja, reden wir bitte nicht drüber. So. Mann. So, wie time ich das jetzt? So. Das wollte ich. Ich hab's schon wieder falsch umgedrückt. Ich wollte es nur einmal kurz drücken. Das nimmt er wieder. Ja. Oh, ich hab's verlernt. Ich hab's komplett verlernt. Oi, oi, oi. Ja. Bin halt blöd. Nein, das... Oh. Okay, jetzt holen wir uns die Rubine. So. Dann haben wir zumindest Gewinn gemacht. So. Wehe. Gut, ich dachte schon. Ich dachte schon. Ja, weiter. Nein, das war zu bald. Das war zu bald, oder? Ah, fahr rein, fahr rein. Yes! Yes! Oh, es hat gepasst. Sehr gut. Du! Du! Freundchen. Oh, oh. Ah, es reicht nicht. Wobei ich sie einfach nur... Oh, nein. Ich müsste sie einfach nur rüberschieben. Mann. Ja, let's go. So. Hol sie dir. Ja, es reicht. Es hat... Was immer funktioniert, ne? Nein. So, was immer funktioniert. Oh, ist das doof. Yay. So. Okay. Okay, gerade keine Figuren mehr. Okay. Kommen die immer nur kurz nach dem Dungeon oder wie ist das? Habe ich jetzt verpasst, die anderen Figuren? Keine Ahnung. Dann habe ich sie halt verpasst. So. Was haben wir hier? Irgendwas Neues? Ach ja, der wollte ja ein bisschen Geld dafür haben. Habe ich wieder komplett vergessen. Habe ich schon wieder komplett verdrängt. So. Gut, dann haben wir das jetzt alles geklärt. Da müssen wir auch nicht mehr rein. Wisst ihr, was wir jetzt noch schnell machen? Jetzt haben wir ja genug. Jetzt haben wir ja genug zusammen. Dann können wir jetzt auch noch schnell die dritte Belohnung holen.
Yay! Ich glaube, es ist ein Herzteil. Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay, die haben so einen Stein reingepackt. Das macht natürlich auch... ergibt natürlich auch Sinn. Gut. So. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich noch schnell machen könnte. Also ich kann auf jeden Fall auf der Karte Sachen mal wegmachen. Die wir jetzt gemacht haben. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Gut. Dann geht's hier das nächste Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.